Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatote, beim Clan True Warriors. Ich habe es aufgeschnappt und setze es einfach mal um. Taktikfolgen. Ja, ich hatte ja letzte Folge gesagt, ich mache sicherlich mal eine Taktikfolge. Hier ist meine erste Taktikfolge. Ihr habt es im Thumbnail schon gesehen. Große Schweinerei. Wir wollen heute mit Schweinereiter angreifen. Schweinereiter geht eigentlich los ab RH7. Die habe ich jetzt leider nicht, RH7 Dörfer. Also müssen wir hier bei 8 beginnen. Und der Schief hier ist ja Max Out RH8, das heißt, er geht nicht weiter. Und das ist sowieso meine bevorzugte Armee, hier mit Schweinereitern anzugreifen. Und wir gucken einfach mal rein, was ich gebaut habe. 2 Golems, 16 Schweinereiter, 12 Magier, 5 Mauerbrecher und 2 Bogies zum Auffüllen, sodass das passt. Hab in der Clanburg das, was ich hier im Clan bekomme, nämlich 2 Abola, also keine Max-Truppen. Ja, das nochmal der Hinweis auf das Video und auf die Leute, die immer bei uns rumjumpern. Nur damit sie Max-Truppen in die Clanburg kriegen, nehme ich auch nicht mit. Ich lebe mit dem, was ich hier habe, und ich denke mal, damit lebe ich auch ganz gut. 3 Heil, 1 Gift. Wir suchen sofort. Zack, stürzen uns mal rein ins Getümmel hier. Und gucken uns aber einen Gegner aus, der so ein bisschen natürlich auch zu uns passt. Beim Go Hock ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir irgendwie den King ausschalten können und dass wir die Clanburg erwischen. Wie wir die Clanburg erwischen, ist eigentlich egal, ob wir sie locken können. Ah, das ist eine schöne Base hier. Das ist eine schöne Base, denn der hat hier die Magiertürme schön hoch. Das heißt also auf Max-Ausbaustufe. Okay, er hat jetzt einen Tesla im Bau, aber sind wir ehrlich, so ein Tesla, der stört uns jetzt nicht. Und hier können überall Riesenbomben sein. Und er hat auch schon eine Doppelkanone hier für uns. Das ist natürlich richtig krass. Dafür hier unten den Bogenschützenturm noch nicht so hoch. Also passt in etwas Gefüge. King ist natürlich sehr zentral, da müssen wir uns ranhalten. Aber ich denke mal, wir können hier mal ganz easy mit einem Bogenschützen die Clanburg locken. Okay, da ist nichts drin. Dann lassen wir unsere Golems raus. Der erste Golem wird jetzt auf den freistehenden Bogenschützenturm gehen. Und der zweite Golem hoffentlich auf die Mauer. Ja, das macht er auch. Das ist super. Denn irgendwo müssen wir unsere Mauerbrecher platzieren. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Da sollten jetzt eigentlich die Golems schon reingehen. Und das machen sie. Der eine macht es noch nicht. Jetzt macht das auch. Ist zwar schon ein bisschen klein geworden, der Golem. Jetzt schicken wir unsere Bowler mal hinterher, dass wir hier in den Core dieser Base kommen. Also quasi in die Mitte rein. Und ich lasse dann gerne immer schon mal so ein bisschen die Truppen laufen. Ihr seht ja selber, die Golems tanken. Passiert noch nicht so viel. Der King ist auch mit am Start. Und dann geht das hier ganz behende in die Base rein. Da fliegen so ein paar Truppen weg. Dann schicken wir noch 1-2 Magier hier hinterher. Und sind jetzt eigentlich schon innerhalb der Base. Jetzt muss ich meinen King allerdings schon zünden. Und jetzt versuche ich mal so ein bisschen Surgical. Das heißt also, meine Hocks hier reinzuschicken. Nicht alle auf einmal, sondern Surgical heißt eigentlich chirurgisch, glaube ich. Sondern so ein bisschen, dass die immer weiter hüppeln. Und dementsprechend versuche ich auch immer in den Laufweg quasi weitere Hocks hier rein zu spammen. Das sieht eigentlich ganz gut aus jetzt. Da ist zwar jetzt noch eine Bombe. Oh, jetzt die dicke Kanone hier. Aber hier nochmal als letztes den Heal gesetzt. Ja, und jetzt ist es eigentlich an uns, dass wir hier für Cleanup sorgen, denke ich mal. Und dann wären das hier auf jeden Fall 3 Sterne. Also auch wenn ich hier jetzt was live zeige, dann müssen das nicht immer 3 Sterne werden. Aber die Taktiken sind an der Stelle ja, denke ich mal, wichtig. Und kommen hoffentlich ganz gut rüber. Da noch eine Riesenbombe, okay. Aber ja, so eine Riesenbombe hält jetzt Hox nicht mehr auf. Und ja, ich denke mal, das war unser erster Go-Hock. Also Go-Hock, Golems, Hox. Manche nennen das auch Go-V-Hock, also Golem, Wizard und Hox. Aber ich denke mal, ist uns ganz gut gelungen. Zweite Armee habe ich auch schon am Start. Allerdings muss ich jetzt erstmal drauf warten, dass mein King wieder wach wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Freunde, zweiter Angriff. Armee ist soweit fertig. King ist auch am Start. Was habe ich diesmal ausgebildet? 2 Golems, 8 Schweinereiter, 2 Päcker, 10 Magier. Die braucht man immer irgendwo. Gerade wenn es darum geht, die
Clanburg noch irgendwie zu eliminieren. Und ich habe mir diesmal in die Clanburg ein paar Hogs reinparken lassen, also mal so ein bisschen eine andere Kombi. Wir tauschen mal die vielen Hogs gegen zwei Päcker aus. Mal gucken, ob wir damit auch Erfolg haben werden. Das ist also auch durchaus eine machbare Kombi. Und ja, da suchen wir doch gar nicht lange. Da suchen wir gar nicht lange. Wir können die Clanburg hier hinten wieder locken. Ja, das ist jetzt die Frage. Was opfern wir dafür? Was opfern wir hierfür, um die Clanburg zu locken? Ich denke, wir nehmen einen Magier. Okay. Oh, scheiße. Oh, das ist jetzt aber live, ne? Das ist ja jetzt live. Okay, wenn das live ist, dann müssen wir auch live so weitermachen. Ich muss einfach schon Päcker dafür opfern. So leid mir das eigentlich tut. Mal gucken. Päcker gegen Päcker. Ob das funktioniert. Zwei Magier noch dabei. Und eigentlich ist es jetzt eine doofe Seite, von der ich reinkomme. Ah, das war jetzt blöde. Aber egal. Dann packen wir das Ganze einfach mit einem Päcker. Das muss auch gehen. Aber der King muss hier weg. Der King muss einfach weg. Das ist so. Da können wir uns nicht gegen wehren. Und mal schauen, ob wir... Oh, wo rennt denn der Golem dahin? Oh, nee. Alter, das geht ja gar nicht. Wo rennt denn der Golem dahin? Naja, gut, der Golem tankt jetzt. Und da oben ist der Päcker schon Geschichte. Oh, das wird eine schwere Geburt. Das wird jetzt mal eine richtig schwere Geburt. Und da noch ein Tesla. Naja, okay, da gucken wir mal, wie weit wir damit jetzt kommen. Der Golem tankt ja jetzt noch ein bisschen für uns. Und die Schweine, ja, mal sehen, wie weit wir damit jetzt kommen. Aber wir wollen ja auch unsere Clanburg noch auspacken. Die packen wir mal genau an der Stelle hier aus. Denn die Kanone feuert jetzt gerade noch so ein bisschen auf den Golem. Und wir haben noch zwei Heil übrig. Das ist natürlich nicht schlecht. So, ein Heil noch für die restlichen Truppen. Mal gucken, ob wir den überhaupt noch brauchen. Ah, den brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr. Okay, super. Dann kann ich meinen King jetzt auch zünden. Und ja, so kann man es natürlich auch machen. Suboptimal nenne ich das ja immer ganz gerne. Aber ich denke mal, durchaus eine Taktik. Also da oben, das ist natürlich eher ungeplant, dass dort mal ein Päcker rauskommt. Und aber ihr habt gesehen, Päcker gegen Päcker. Das funktioniert dann. Zwei Magier dabei. Und ich bin jetzt komplett ausgekommen, ohne Gift, ohne alles. Das ist natürlich eine Farmbase hier, aber er hatte Clan-Truppen. Ja, so muss man sagen. Er hatte hier eine Base am Start. Mein Golem ist total quer gelaufen und eigentlich ein vermurkster Angriff. Dennoch ist er irgendwo gut gegangen und mal wieder eine richtig schöne Schweinerei hier gemacht. Wunderbar. Jawohl, das sieht gut aus. Und das werden in jedem Fall 3 Sterne. Nächste Armee habe ich auch schon fertig, auch wieder ein bisschen modifiziert. Oh, da, oh nee. Jetzt kommt das Zeichen des Todes. Und meine Hogs, aber ihr seht selber, eine Bombe tut den Hogs jetzt nicht wirklich was an. Ich meine, wenn hier hinten am Ende jetzt noch eine zweite steht, dann ist mir das sicherlich auch egal. Denn da sind ja doch noch ein paar mehr Truppen am Start. Aber die Bauhütte bekommen wir auch. Und so werden das hier gute 3 Sterne. Ich meine, es geht mir hier wirklich nur um die Sterne. Ihr dürft nicht auf den Lot gucken. Der ist mir hier total egal. Bei dieser ganzen Geschichte und oh, es leckt hier so ein bisschen im Wireless LAN gerade durch. Na komm, Spiel, melde dich. Ah, da ist es, okay. Da ist es, unser King ist schon am Start. Ich werde mal eben einen Päcker anfordern. Einen Päcker bitte. Gift haben wir nicht verbraucht. Jetzt haben wir wahrscheinlich zu viel Gift wir haben immer noch 3. Also ähnliche Konstellation, nur diesmal ganz umgekehrt. 3 Golem, 12 Hogs, 9 Magier und 7 Maurer. Ich will also ein bisschen tiefer in die Base rein. Und der mir eigentlich dann noch ein bisschen so ein bisschen die Mauern aufkloppt, ist dann hoffentlich der Päcker an der Stelle. Denn da ich ja als RH8 keinen Sprung besitze, komme ich nicht wirklich tief mit den Golems in so eine 8er Base rein. Die werden irgendwann an den Mauer hängen. Spätestens, ja, meine Mauerbrecher machen vielleicht eine Ebene auf, aber mehr auch nicht. Und dann warte ich eben so lange, bis ich wieder Truppen habe und baue aber schon mal nach. Was will ich denn eigentlich machen? Ich mache einen Gohok.
was auch sonst. 13, 14, 15, 16 machen, ziehen die noch mal nach. Ich glaube, ich nehme mal 11 mit, 6 Mauerbrecher und wir nehmen mal 4 Bogis mit. Vielleicht zum Locken oder so, mal gucken. Also bis gleich. Okay, Freunde, das ging fix. Ich habe ganz, ganz schnell hier einen Packer bekommen. Vielen Dank nochmal an den True Warriors 2 Clan. Wen es übrigens interessiert, nur mal ganz am Rande. Ihr seht, unser Winstrike ist auf 1. Yes. Wir haben unseren Clankrieg nämlich gewonnen, unseren letzten. Mit 85 zu 67 haben wirklich gut angegriffen. Fast alle Angriffe gemacht. Eigentlich ist das Ergebnis sogar noch verfälscht. Wir hätten 90 Sterne auf unserer Seite eigentlich haben müssen. Aber unsere Bases oben haben gut verteidigt und unsere Leute oben haben gut angegriffen. Kurz und knapp hier, nur falls es jemanden interessiert. Wir haben unseren ersten Sieg bei den True Warriors 2 eingefahren. Und das finde ich natürlich wirklich gut. Sind jetzt auch schon wieder mit einem schönen CK am Start. Und läuft, würde ich mal so sagen. Aber wir wollen ja hier weiter Schweinereien betreiben. Und gucken uns mal die nächste Base aus. Also wie gesagt, 3 Golems diesmal. Ja, ist grenzwertig. Also habe ich noch nie gemacht. Muss ich sagen, mit dieser Kombi hier überhaupt mal jetzt so angegriffen. Und die Base sieht hier aber schon mal gar nicht so schlecht aus. Hat die Magiertürme natürlich noch nicht ganz maxt. Also das sieht mir mal nach. Das ist ja eine Taktikfolge und keine. Ich mache Taktik nur max. Aber der King ist schön hier draußen. Das finde ich natürlich super. Und die Base ist sehr kompakt. Ja, das ist natürlich richtig was für meine Hawks. Aber mal gucken, wie weit wir mit den Mauerbrechern hier überhaupt kommen. Und mit dem Packer. Hier hinten der Magerturm ist natürlich wirklich echt gelungen da in der Base. Egal, wir ziehen hier unsere 3 Golems rein. Und zwar setzen wir mal 2 einfach mal so drauf los. So hätte ich das mal fast gesagt. Und ziehen jetzt auch unseren dritten nach. So, die tanken natürlich jetzt richtig super. Dann können wir hier, denke ich mal, jetzt schon die Mauerbrecher hier reinlaufen lassen. Oh, der eine löst da sogar schon schön eine Bombe aus. Und jetzt müssen noch unbedingt die Hütten da hinten weg. Ah nein, wieso rennen die? Ah ja, okay, die rennen jetzt zur Def hin. Ah, das ist auch wieder suboptimal. Aber die müssen jetzt auch alle reinrennen. Da noch eine Doppelbombe, noch eine Bombe. Okay, aber jetzt ist es eigentlich so, wie ich es geplant habe. Der Pekka schön hinter den Golems. Und der macht uns nämlich jetzt richtig schön die Mauern auf. Denn die Golems tanken jetzt richtig schön. Und der Pekka und der King dahinter geben ihr Bestes, um die Def zumindest weiter zu zerstören. Jetzt muss ich den King allerdings zünden. Sonst wird mir das hier ein bisschen zu heikel an der Stelle. Und aber jetzt läuft der Pekka weiter. Ja, jetzt ist natürlich gleich ein bisschen schon ein wenig Zeit, hier mal mit den Hawks zu kommen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt schon mal mit den Hawkreitern rein hier. Das ist kein Thema. Die setzen wir mal. Ja, das habe ich mir gedacht, dass da eine Bombe ist. Und die setzen wir schon mal ein bisschen surgical ein. Wir haben überhaupt noch keinen Heil verbraucht hier an der Stelle. Ich muss jetzt aber gucken, dass ich diese letzten Hawks hier. Eieiei, okay, die Sprungfalle war kacke. Entschuldigung. Die war nicht so schön. Und packe jetzt aber hier schon mal ein bisschen Cleanup rein. Jetzt muss ich hier allerdings die Skelette so ein bisschen giften. Mal sehen, ob die Hawks das hier noch komplett packen. Nochmal ein Gift hier rein. Und nochmal ein Heil. Ja, ich denke mal, dann ist es das auch gewesen hier. Auch mit dieser Base hier. Also auch eine durchaus gängige Taktik. Allerdings, wie gesagt, ich würde den Packer mitnehmen. Denn der macht euch schön die Mauern auf an der Stelle. Und ist ja immer noch am Leben da. Der macht jetzt so den kleinen Mist hier. Ich weiß gar nicht, was es eigentlich für ein Packer war. Da er nur ein Schwert hat, glaube ich, ist es auch ein Level 3 gewesen. Aber ist natürlich nicht schlecht. Der macht jetzt auch hier die Mauern und die schweren Gebäude. Und aber schaut mal. Also schlecht ist die Taktik nicht. Ja, wie viele Golems da noch leben? Alle 3 sind hier noch am Leben. Die haben richtig gut durchgetankt. Und da können ruhig noch ein paar Hawks fliegen. Der Pekka haut sich hier immer noch durch die Mauern. Und leider ein kleines Zeitproblem gehabt. Aber wie gesagt, Lohn interessiert mich sowieso nicht. Durchaus gängige Taktik. Ja, finde ich. Oh, jetzt habe ich sogar noch Bonus gekriegt. Aber wenn ich mal in meine Treasury hier reinschaue, alles immer pickepacke voll. Und
Ich denke auch eine schöne Kombi, aber eine Kombi will ich euch nicht vorenthalten. Das ist nämlich die Kombi aus unserem letzten Clankrieg, die ich mal gegen die Beverly Boys oder nee, wie heißen sie, Lovely Boys hier benutzt habe. In meinem ersten Angriff, also zweiter Angriff. Ich habe ja auch gesagt, immer ist das auch nicht so dolle. Ja, ihr seht es hier, auf den 13 habe ich nur einen Stern geholt. Aber auf den ersten hier richtig schöne drei Sterne. Auch eine ganz andere Kombi hier mal mit den Hawks. Denn wenn ihr so eine Base seht hier im CK, dann gibt es hier ja auch immer Ziele, die man sich setzt. Und zwar erstes Ziel oder überhaupt das erste Ziel, Clanburg ausschalten. Die konnte ich an der Stelle natürlich super locken. Deswegen, ihr seht es unten schon in der Leiste, habe ich 20 Bogies dabei, ein paar Magier und Doppelgift. Und optimalerweise, ja, King relativ weit außen. Das heißt also, der stört die Hawks überhaupt nicht, wenn die diese Base stürmen. Ihr seht das selber, ich habe 28 Hawks dabei und auch noch welche in der Clanburg. Und die beiden Riesen habe ich dabei, um einfach die Def vor den Hawks so ein bisschen auf mich zu lenken. Das ist mir hier nicht ganz so gut gelungen, aber ich löse hier, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Bombe hier auslöse. Aber ihr seht das, das ist auch eine schöne Taktik hier bei so eng liegenden RH8 Bases. Ihr könnt also super die Clanburg locken und auch giften. Bogies reichen in der Regel, weil der Drachen macht zwar Flächenschaden, aber wenn man die Bogies hier so ein bisschen verteilt setzt, dann, na, dann geht er immer nur so auf ein, zwei Bogies, jetzt hier auch auf dem Magier, aber ja, so ist so eine Clanburg ganz, ganz schnell Geschichte. Ich habe noch ohne Ende von den Bogies dabei und auch ohne Ende von den Magiern. Mache jetzt mit meinem King und einem Magier den gegnerischen King. King gegen King solltet ihr nicht laufen lassen. Also ihr müsst ein bisschen was zur Unterstützung reinbringen. Aber jetzt tankt eigentlich mein King und nicht die Riesen. Aber ich habe jetzt einfach wirklich auf dieser Stelle alle Hawks geschickt. Ich hatte überhaupt keine Bombe dazwischen. Und ihr seht, wie schön die jetzt durchgehen. Und am Ende, ja, ich habe keine Hawks drin, Entschuldigung. Ich habe mir den Angriff gar nicht mehr angeguckt. Ich habe mir einfach ein paar Loons einpacken lassen. Denn in der Mitte sind jetzt fast alle drei Lars weg. Und ich habe im Backend noch ein paar Loons hier. Da am Ende hier, also auf dieser letzten Ecke hier, nur ein Bogenschützenturm stand. Und jetzt sind alle Lars weg. Also ihr seht, das ist dann schon ein bisschen Overkill hier an der Stelle. Richtig, das war die Kombi mit den Hawks, mit den Loons hinten drin. Mensch, was verspreche ich mich heute Abend häufig. Und das ist auch eine sehr gelungene Sache, denn die drei Lars standen ja in einer Reihe hier. Und wenn die erstmal weg sind, dann hast du relativ leichtes Spiel mit 6er Loons hier. Ich glaube, sie waren auf 6, 7, da brauchte ich überhaupt nicht hier. Ich nehme, was ich hier bekommen kann. Und wenn es dann 6er Loons sind, dann sind es halt 6er Loons. Aber richtig schöne Schweinerei hier mit den Schweinereitern und mit den Loons. Ah, die Bombe stört mich jetzt auch nicht. Ihr seht selber, dass nicht ganz so viele Hawks drauf gehen. Und Cleanup hatte ich ja nur reichlich dabei. Also überhaupt keine Gefahr hier. 12 auf 12. Ich denke mal, ihr könnt euch die Kombi nochmal anschauen. Wenn ihr auf solche Bases trefft, habt Mut zur Lücke. Nehmt ruhig mal Only Hawks hier mit so ein paar Cleanup und CB. Eliminierungstruppen, so will ich sie mal nennen, und dann habt ihr solche Bases hier richtig schön im Sack. Ja, das ist eigentlich gewesen von dieser ersten Taktikfolge. Ich habe ja noch nie eine gemacht und habe gedacht, ja, man macht ja eigentlich immer das, was man gerne macht, das, was einem Spaß macht. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, auch wenn hier viele Zuschauer, wenn ich viele Zuschauer habe, die aus den höheren Bereichen kommen, also aus 9, 10, 11. Ihr werdet sicherlich nicht zu kurz kommen bei mir. Ich werde das weiter verfolgen. Wollte einfach nur mal so den Start machen. So Toto macht die erste Taktikfolge. Ja, ich halte natürlich an meinen CK-Folgen weiter fest. Und bleibt einfach dran. Schaut weiter hier in den Kanal rein. Und bis dahin, euer Toto. Clasht.